Die Feuerwehren im Land Brandenburg haben zurzeit alle Hände voll zu tun. Es herrscht Waldbrandstufe 5, mehr geht nicht. Hitze und Trockenheit erhöhen die Waldbrandgefahr enorm. Im Innenministerium ist man achtsam und weiß um die aktuelle Gefahr. Also diese hohen Temperaturen verbunden mit einer lang anhaltenden Trockenheit erhöhen natürlich die Waldbrandgefahr in den Brandenburger Wäldern. Genauso wie wir natürlich auch eine hohe Brandgefahr auf Feldern haben bzw. anderen Flächen. Wir müssen sehr aufmerksam sein, denn es ist ja bis zum Ende dieser Woche keine grundsätzliche Wetterveränderung in Sicht. Die Einsatzkräfte sind gut auf Waldbrände vorbereitet und wissen, was im Ernstfall zu tun ist und vor allem, was die Hauptursachen für Flächenbrände sind. Die Hauptursache, über die man immer spricht, sind ja weggeworfene Zigarettenstummel. Grillen in dem Bereich viel zu dicht am Wald dran. Da gibt es Vorschriften, dass man einen entsprechenden Abstand einhalten muss. Und natürlich auch eine Problematik ist immer das Parken im Wald. Erst am Dienstag rückten über 100 Einsatzkräfte aus und bekämpften einen Brand in einem munitionsbelasteten Wald bei Bad Sarow. Ja, der Bürger stellt einen Brand fest, beziehungsweise eine starke Rauchentwicklung. Er ruft über die 112 den Notruf an. Dieser Notruf gelangt hier bei uns in Frankfurt-Oder in der Leitstelle Oderland. Und dort wird dieser Einsatz bearbeitet. In der Leitstelle Frankfurt-Oder sind seit dem 1. Januar bis Anfang August bereits rund 300 Wald- und Flächenbrände für die Bereiche Märkisch-Oderland, Oder-Spree und Frankfurt-Oder gemeldet worden. Im Vergleich, 2017 wurden im gesamten Jahr nur 109 solcher Brände gemeldet. Also an einigen Stellen sind die Kameraden schon sehr beansprucht worden. Aber ich denke, gerade Waldbrände, das sind Szenarien, für die unsere Kameradinnen und Kameraden ja auch gut vorbereitet sind. Und ich habe das Gefühl, das ist auch eine Form des Einsatzes, den sie nicht ungerne machen.